gleich noch selbst intensiver. Die Fachbereiche Religion und POVI organisierten einen Vormittag für die 12er Jahrgangsstufe der Fachoberschule, bei dem die Arbeit der Rettungsorganisation Sea-Watch vorgestellt wurde. Der Schulleiter Friedhelm Walter begrüßte die beiden Vertreter der Organisation, Sandra Hamami und Fabian Melber. Da beide selbst an Rettungseinsätzen im Mittelmeer teilnehmen, erhielten die Schülerinnen und Schüler Informationen aus erster Hand über das Leid und den Tod für viele tausend Flüchtende, die den Weg über das Mittelmeer wählen, um aus den Kriegsgebieten in die Sicherheit zu gelangen. Mit beeindruckendem Bild- und Filmmaterial berichteten die beiden Sea-Watch-Aktivisten über die verheerenden Umstände und die komplexe Situation von Zuständigkeiten und Koordination von Rettungseinsätzen auf dem Mittelmeer. Sandra Hamami und Fabian Melber lieferten Fakten und gingen auf Fragen und Meinungen der Schüler ein. Der Vormittag endete mit einer Aktion auf dem Schulhof, bei dem das Friedenssymbol mit Kerzen aufgestellt wurde. Aber nicht nur die Auseinandersetzung mit der politischen Realität gehört zum Schulalltag an der Max-Alt-Schule. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz und das ist einer der Hauptbestandteile des alljährlichen MES-Volleyballturniers. Traditionell am Dienstag vor Aschermittwoch stellen sich Schüler- und Lehrerteams diesem sportlichen Kräftemessen. Auf drei Feldern treten die Mannschaften gegeneinander an. Die interessantesten Namensschöpfungen sind hierbei auf der Anmeldeliste zu lesen, wie beispielsweise Little Einsteins, Binäre Machenschaften oder Volley. Am Ende gelang es dem Lehrerteam Die Roten Socken, den Turniersieg einzufahren. Dies sollte jedoch als Motivationsschub für die Schülerteams des nächsten Jahres genommen werden, diesen Zustand zu korrigieren und den Titel zurück in Schülerhand zu holen.